Hi Leute und willkommen zurück zu einem, ja, ich sag mal, nicht neuen Part Bellwright, aber zu einem speziellen Part. Und zwar haben die Entwickler angekündigt, dass ein nächstes größeres Update kommen soll. Und was genau das alles beinhaltet, das werde ich euch jetzt zeigen. Also viel Spaß und let's go! Wir gucken uns jetzt mal gemeinsam den Forschungstisch an, denn hier haben sich einige neue Sachen eingeschlichen. Und zwar haben wir hier einmal Staging Ground. Mit Staging Ground könnt ihr quasi eure Gefährten einem gewissen Platz zuordnen und die versorgen sich dann von diesem Platz, von eurem nächstgelegenen Dorf mit Essen. Und sie warten quasi auf weitere Befehle von euch. Wir werden das Ganze jetzt mal in die Forschungsbank geben, beziehungsweise in den Forschungstisch und werden dann mal gucken, wie sich das so verhält. Was auch neu dazugekommen ist, ist der Förster. Der Förster kann quasi aus Baumsamen Setzlinge züchten, damit man Wälder neu bepflanzen kann, was ich eigentlich richtig, richtig cool finde, denn das hat halt einfach noch gefehlt. Der Förster benötigt dann auch T2 und ihr braucht damit auch wieder den Apprentice Bauer, damit es auch einen Nutzen hat für euch. Dann haben wir hier die feine Axt. Ich glaube, die war aber schon im Spiel. Und das Sachs. Kenne ich das Sachs? Ich weiß es nicht genau. Was ich auf jeden Fall nicht kenne, ist der Food Bag und den könnt ihr halt ganz normal anlegen als Tasche. Und es ist quasi ein extra Bag für euer Essen. Den werden wir dann auf jeden Fall auch noch erforschen. Das Problem darin ist aber auch wieder, dafür braucht ihr den Apprentice Gastwirt und den habe ich ja leider noch nicht. Ja, während wir mal den Staging Ground erforschen, gucken wir uns doch an, was sonst noch hinzugekommen ist. Hier ist das Brigantenhauptquartier. Hier gab es auch ein paar Änderungen. Und zwar wurde die letzte Quest, nachdem man Lord Ashbourne getötet hat, verbessert und erweitert. Außerdem wurden einzigartige Dialoge hinzugefügt, die ihr mit Lord Ashbourne haben könnt, bevor eben der Kampf eintritt. Anscheinend gab es auch irgendwie falsche Zeilen im Dialog, die wurden entfernt. Und was auch noch gemacht wurde, man konnte anscheinend in Gebiete gehen, die eigentlich noch nicht freigeschaltet waren und die wurden jetzt gesperrt. So, der liebe Lubomir erforscht jetzt hier gerade noch weiter. Wir gehen jetzt einfach mal her zu Alice Cooper, machen sie als unseren Gefährten. Und ja, wen können wir denn noch nehmen? Hier sie einfach, weil sie auch gerade in der Nähe ist. Happy days, all thanks to you. Ach komm, und Ema, bleib stehen. Du kommst auch als mein Gefährte mit. So, wie lange brauchst du denn noch? 58%. Alles klar, dann warten wir einfach noch ab. Wir gucken uns dabei mal hier im Technologiebaum um. Und zwar habt ihr ja die Bäckerei, die ihr mit T3 freischalten könnt und bauen könnt. Und auch für die Bäckerei gab es natürlich ein paar Änderungen. Ich kann es jetzt leider euch so nicht zeigen, weil ich die Bäckerei ja noch nicht habe in meinem aktuellen Spielstand, aber ich werde euch auf jeden Fall sagen, was geändert wurde. Und zwar wurde der Bäckerei-Spielkreislauf überarbeitet, damit quasi eine konstante Versorgung mit Brot und so weiter in eurem Dorf möglich ist. Dafür braucht ihr aber, so wie ich das verstanden habe, größere Weizenfelder. Die Höhe der Brotproduktion wurde auch angehoben, und zwar von 1 auf 8 und die von der Weizenproduktion von 1 auf 5 und alle anderen Rezepte von 1 auf 3. Leider wurde auch der Bedarf an Getreide erhöht, den ihr braucht, und zwar von 3 auf 6. Und die Berufskategorie Windmühlenarbeiter oder Mitarbeiter ist jetzt nicht mehr unter der Kategorie Kochen, sondern unter der Kategorie Handwerk. So, Lubomir hat fleißig erforscht, jetzt ist es allerdings dunkel und im Dunkeln ist es immer ein bisschen schwer zu zeigen. Deshalb gehen wir jetzt mal kurz schlafen und dann schauen wir uns den Staging Ground an. So, ein neuer Morgen beginnt. Wir warten natürlich jetzt mal, bis die Sonne auch schön aufgegangen ist. In der Zwischenzeit gehen wir mal kurz hier hinter und gucken mal in unser Baumenü und da finden wir den Staging Ground hier. So, was braucht er denn zum Bauen? 4-mal Holz, 2-mal Leinen und 2-mal ein Seil. Das sollte doch zu machen sein. So, wir platzieren den jetzt einfach mal hier. Dann holen wir die ganzen Mats zusammen und dann bauen wir das Ding. So, und jetzt können wir das ganze Ding natürlich konstruieren. Und der Bau von Staging Ground ist abgeschlossen. Ich habe also jetzt meine drei Gefährten hier. Und ich kann jetzt, wenn ich hier auf Befehl klicke, den Befehl geben, dass sie hier zu dem Staging Ground gehen sollen.
Und schon laufen sie los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie zum Lagerhaus mit dem Essen laufen. Ja, tatsächlich. Sie rüsten sich also aus und haben quasi etwas gegessen. Beziehungsweise sich was mitgenommen. Genau. Sie ist voll. Sie ist voll. Und schon laufen sie wieder zu dem Staging Ground zurück. Das ist eigentlich ganz cool, wenn das dann auch so funktioniert. Man konnte ja eigentlich auch hergehen und den Befehl, jetzt lass mich mal gucken, direkt auch hier hinsetzen. Und dann haben sie eigentlich dasselbe gemacht. So laufen sie halt dann hier wieder zurück. Ist eigentlich ganz praktisch. Vielleicht funktioniert das, wie gesagt, besser, als dass sie sich hier direkt von dem Lagerhaus was rausholen. Genau, jetzt sind sie natürlich wieder nicht dorthin zurückgegangen, aber das ist quasi eigentlich das, wofür es jetzt gedacht ist. Gucken wir doch mal ganz kurz, was die Forschung für diesen Foodbag kostet. Dreimal Baumwolle und zweimal Leinen. Ich finde es total blöd, dass ich diesen Gastwirt dafür brauche. Warum? Ich meine, das hätten sie ruhig auch schon als T1 legen können, weil du ja auch als T1ler, sage ich mal, schon deine Nahrung im Inventar hast. Und ja, warum T2? Wie dem auch sei, kann man jetzt nicht ändern. Wir gucken wieder in unseren Tech Tree und hier haben wir ja auch die Windmühle. Bei der Windmühle ist es so, dass sie jetzt nur einen Arbeiter braucht, um die Effizienz zu erhöhen. Irgendwelche schwebenden Gegenstände in der Mühle wurden entfernt. Dann gehen wir weiter und zwar zum Gasthaus. Wo ist es denn? Hier ist das Gasthaus. Beim Gasthaus gibt es auch ein paar Changes. Und zwar wurden da neue einzigartige Rezepte hinzugefügt, die für uns eben nützliche Statuseffekte haben. Dann wurde auch das Volumen des Lagerhauses von 2500 auf 6500 erhöht, was auch ziemlich praktisch ist. Ich habe zwar jetzt hier noch kein Lagerhaus, aber einige von euch bestimmt schon. Und die Kapazität der NPCs im großen Haus wurde von 5 auf 7 hochgesetzt, was auch ziemlich geil ist, weil dann braucht man nämlich nicht so viel bauen. Der Bienenstock, leider Leute, wurde jetzt von T2 auf T3 gesetzt, weil er anscheinend in T2 noch nichts bringt. Und was auch noch ganz wichtig ist für die, die ein Rathaus haben, es wird keinen Schnellreisepunkt mehr im Rathaus geben. Das haben sie entfernt. Das war anscheinend nur ein Test, der nicht funktioniert hat, wie sie es wollten. Keine Ahnung, fragt nicht mich. Was auch ganz geil ist, was mir gerade noch einfällt, dass die Verfallsdauer von Lebensmitteln, die nicht nachwachsen, wurde auch erhöht. Das heißt, es läuft nicht mehr so schnell ab, was auch ziemlich geil ist. Dann gab es natürlich auch noch andere Änderungen, die zum Beispiel das Kampfsystem betreffen und so weiter. Ihr könnt das alles aber auch selber testen, wenn ihr wollt. Dafür müsst ihr nur auf die offizielle Discord-Seite von Bellride gehen. Und da findet ihr dann eine Anleitung, wie ihr hier reinkommt, um das alles auszutesten. In dem Sinne, Leute, ich würde jetzt gar nicht so direkt ins Detail drauf eingehen. Probiert es einfach aus oder wartet das Update ab. Und dann hoffentlich habe ich euch natürlich ein bisschen weitergeholfen und euch die wichtigsten Informationen vorab schon mal geben können. Ich danke euch fürs Zuschauen und falls euch das Video geholfen hat, dann lasst gerne ein Abo da, um solche Videos in Zukunft auch nicht mehr zu verpassen. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!